Da ist er ja wieder. Tja, dass dieses Wahrzeichen von Hahnenklee wieder auftaucht, das hätte wohl niemand gedacht. Doch jetzt ist das Federvieh aus Bronze nach all den Jahren, in denen es verschwunden war, zurück auf dem Paul-Linke-Platz. Geschickt wurde der Hahn per Paket. Da war ein Brief dabei, dass es dort um einen Förster ging in der Ückemünder Heide und der den dort tatsächlich auf einer illegalen Mülldeponie an einer Straße gefunden hat und ihn sichergestellt hat. Und nach einer Recherche nach Hahnenklee geschickt hat. Vor mehr als 4 Jahren sorgt der Clown für Aufsehen. Gestiftet wurde der 1200 D-Mark teure Hahn damals von Klaus Elders. Schon 2019 kam Ersatz, weil niemand damit rechnete, dass das Original doch wieder auftaucht. Die Täter wurden nie gefasst. Es waren 3 Leute, die gesehen wurden, wie der Hahn abgesägt wurde. Aber man hat nie feststellen können, wer es gewesen ist. Die müssen irgendwie aus der Uckermark gewesen sein. Und wie gesagt, nach Jahren haben sie den Hahn dann nachher entsorgt auf einer Mülldeponie im Walde. In Niedersachsen sind schon so manche Dinge verschwunden. Anfang 2013 bewegt der Keksklau bei Balsen in Hannover die ganze Welt. Nach einem Erpresserbrief vom Krümelmonster taucht das goldene Teil wieder auf. Erst vergangenes Jahr wird in Celle der Buchstabe H vom Rathaus geklaut. Einen Monat später ist das H wieder da. Und auch über den zurückgekehrten Hahn freut man sich sehr in Südniedersachsen. Ein tolles Ding ist das. Also sowas, dass sowas wieder passieren würde, hätte man sich nie vorstellen können. Für mich ist es eigentlich ein ganz schönes Gefühl, wenn etwas, was sehr lange weg war, einfach aus nichts wieder auftaucht. Ja, das ist doch super, wenn man dann 2 Hähne hat und es wieder aufgetaucht ist. Bleibt natürlich noch zu klären, was jetzt passiert. Wie geht es weiter mit dem 9 Kilo schweren Gockel? Denn der Platz ist ja durch einen Nachfolger belegt. Ich denke mal, es ist ein Wahrzeichen und wir werden keinen zweiten Hahn neben dem anderen setzen. Das wäre ja dann, also 2 Hähne, das auf keinen Fall. Doppelhahnklee. Doppelhahnklee. Ja, es ist ja Hahnklee-Buxwiese, dann könnte ja jeder Ort seinen eigenen Hahn haben. Aber nein, das werden wir sicherlich nicht machen. Vielleicht kommt er in die Heimatstube als Ausstellungsstück. Einen Hahnenkampf um den Platz hier auf dem Brunnen soll es nicht geben. Auf jeden Fall hat Hahnenklee ab sofort 2 Hähne und kann sich somit gleich doppelt freuen.